wie du dein Herz heilen kannst, das lernst du in dieser Challenge. Denn, weißt du, Heilung deines Herzens, wir haben immer das Gefühl, ja, ich habe mein Herz geheilt. Ja, ich habe die Vergangenheit losgelassen. Ja, meine Vergangenheit triggert mich nicht mehr heute, es verletzt mich nicht mehr. Und doch, wenn wir manchmal gewissen Menschen begegnen, merken wir so, warum belastet mich das noch? Warum verletzt mich das noch? Oder einfach, wenn man wieder an dieses Ereignis denkt von damals, plötzlich merkt man so, da ist trotzdem noch irgendetwas. Und weißt du, richtige Heilung, richtige Herzheilung heißt, oder die Vergangenheit richtig loszulassen, heißt, dass wenn man an dieses Ereignis denkt, an diese Verletzung denkt, dass irgendjemandem erzählt, dass da keine Emotionen mehr in einem ausgelöst werden. Also es ist quasi das Erlebnis mit den Gefühlen, dass das nicht mehr, ja, dass diese Fäden getrennt sind, dass das einfach nichts mehr miteinander zu tun haben. Das ist eigentlich wirkliche Heilung, dass man Dinge erzählen kann von der Vergangenheit, diese Ereignisse, und es berührt einen nicht mehr. Das ist einfach nur noch eine Geschichte, die man erzählt. Und wenn du das noch nicht kannst, dann sind da irgendwo noch Verletzungen in dir, die geheilt werden müssen. Weißt du, viel bauen wir dann auch wie ein Schutz ums Herz auf und wollen uns schützen, damit es uns nicht noch einmal passiert. Das wird dir schlussendlich nichts bringen, weil du verbarrikadierst dich so von deinem Glück. Das ist zum Beispiel wie wenn du deine Gefühle in den Keller eingeschlossen hast, die Türe zu. Irgendeinmal, wenn es irgendjemand wieder schafft, dein Herz zu öffnen, dann kann es sein, dass diese Tür aufgeht und alles, was du unterdrückt hast, kommt hoch. Deshalb, wenn du zum Beispiel einen neuen Partner kennenlernst, du möchtest doch nicht, dass deine Altlasten diese neue Beziehung ja noch belasten. Und das ist ja die Gefahr, wenn wir unser Herz geschützt haben und dann irgendjemand den Schlüssel zu unserem Herzen gefunden hat und dort aufmacht, kann es sein, dass alles hochkommt. Oder auch in Streitigkeiten, viel ist es so, dass dann solche Dinge plötzlich wieder zum Vorschein kommen. Dass eigentlich unser verletztes Herz reagiert. Und deshalb ist Heilung deines Herzens so wichtig. Und das nicht nur im Verstand oder oberflächlich, sondern richtig in die Tiefe, richtig tief gehen. Genau. Warum ist Herzheilung so wichtig? Also mal wegen der Liebe, das ist klar. Weißt du, was auch ist Liebe? Du bekommst nur das im Außen, was du in dir selbst trägst. Das heißt, also Quantenphysik quasi, wie Albert Einstein bewiesen hat. Alles, was du in dir trägst, strahlst du aus. Das heißt, wenn du also ein geschütztes Herz hast, wenn du ein Herz hast, das noch Verletzungen in sich trägt, strahlst du das aus. Du sendest nicht die Energie aus, die du aussenden solltest, damit du die Menschen in dein Leben ziehst, die du anziehen möchtest, weißt du? Weil du möchtest ja Menschen, die dich bedingungslos lieben. Du möchtest Menschen anziehen, die dich so lieben, wie du im tiefsten Inneren bist. Mit offenem Herzen. Aber das Ding ist ja, wenn du nur das anziehst im Außen, was du in dir trägst, dann stehst du dir selbst im Weg. Siehst du, wie ich meine? Deshalb ist Herzheilung so wichtig. Vollkommenheit. Weißt du, Liebe ist eigentlich nur ein Gefühl, das in einem selbst erzeugt wird. Das zeigt zum Beispiel, wenn du mal einen Mensch wunderschön gefunden hast und dann, als das auseinanderging, hast du diesen Menschen angeschaut und dachtest dir so, was habe ich an diesem Menschen gefunden? Und das beweist doch, dass Liebe nur ein Gefühl ist. Ein Gefühl, das in dir selbst erzeugt wird. Deshalb ist es doch wichtig, das Herz zu heilen, das Herz komplett zu öffnen, dass dieses Gefühl Liebe wirklich ungehemmt existieren kann und du so dann aussendest und eben die richtigen Menschen anziehst. Vergangenheit loslassen, eben das nicht oberflächlich, sondern, weißt du, durch Vergeben kannst du durch Verständnis und Mitgefühl. Und es ist auch einfacher gesagt als getan. Es ist wirklich
ein Vergeben nicht im Verstand, sondern wirklich von tiefstem Herzen. Und man kann sich das schon einreden und so, aber das Geile ist, wenn du das Prinzip mal verstanden hast, wenn du das wirklich durch diese Challenge wirst du es dann merken, dann musst du das gar nicht mehr bewusst machen. Plötzlich macht es einfach Klick und es fließt einfach. Du kannst jedem vergeben, ohne dich groß anzustrengen, weil es einfach, weil du das Verständnis plötzlich hast, weil du weißt, wie du es machen musst. Leben im Flow. Weißt du, den Herzensweg, das ist der richtige Weg in deinem Leben. Das ist der Weg, der dich langfristig glücklich macht. Das ist das, warum du existierst auf dieser Welt. Das ist das, was dir Freude bringt. Materielle Dinge sind wunderschön, alles gut und recht, aber wirklich erfüllen wird dich das, was du im Herzen trägst, dein Herzensweg. Und weißt du, wenn du deinen Herzensweg gehst, stehst du manchmal vor zwei Wegen. Du weißt genau nicht, ja, wo führt jetzt mein Herzensweg hin? Und da ist die Intuition gefragt. Dein Herz spricht mit dir, aber wie willst du dein Herz hören? Wie willst du hören, was dein Herz dir sagt, wenn du ja dein Herz mit einer Mauer zugemauert hast, wenn dein Herz noch geschützt ist, wenn es noch nicht komplett offen ist? Du siehst also, dein Herz möchte mit dir kommunizieren, möchte dir den richtigen Weg weisen, damit du zum Glück kommst. Aber wenn du dein Herz nicht komplett geheilt hast, wird das schwierig. Wunschzukunft. Weißt du, du kennst vielleicht den Film oder das Buch The Secret. Super toll, alles genial. Aber Quantenphysik, die Theorie von Albert Einstein, setzt noch einen obendrauf. Das heißt quasi, du solltest morgen so aufstehen, als hättest du schon. Gut und recht, das wusste ich schon lange. Also diese Theorie von Albert Einstein weiß ich schon lange und wende es auch schon lange an. Und doch funktioniert das nicht wirklich so. Bis zu dem Punkt, wo ich dann das Puzzleteil, das fehlende Puzzleteil verstanden habe. Und das ist die Herzfrequenz. Also wenn du Quantenphysik anwendest und dann noch die Herzfrequenz dazu nimmst, dann geschehen Dinge, wo du denkst, yay, weil dann ist jeden Tag, da gehen Türen auf plötzlich, wo du, ohne dass du groß irgendwie manifestieren musst, ohne, du bist einfach in diesem Zustand von dieser Herzfrequenz und es fließt dir einfach alles zu. Du siehst einfach und vor allem, weil du ja auf dein Herz hören kannst, weil du ja im Einklang mit deinem Herzen bist, siehst du diese Türen auch, weil viel sehen wir Dinge gar nicht, wenn sie da sind, weil wir so im Verstand sind. Verstehst du? Und auch Kollektivenergie. Du bist dann so in einer Herzfrequenz, so in einer bedingungslosen Liebe, so in einem wundervollen Flow, also ein komplett neues Sein, das dann auch unserer Umwelt, unserer Welt hilft. Weil unsere Welt hilft mit Gefühl, nicht Mitleid, weil es wieder negativ, mit Gefühl und Liebe. Das ist das, was unsere Welt rettet. Deshalb, du bist es auch unserer Welt schuldig, nicht nur dir selbst. Deshalb, du siehst, Herzheilung bedeutet nicht nur für die Liebe, es ist wichtig. Herzheilung ist für so vieles mehr wichtig. Es gibt noch mehr Punkte als die, aber ich möchte ja nicht gleich überfordern, deshalb habe ich jetzt mal so ein paar Punkte aufgelistet, dass du siehst, wie wichtig Herzheilung eigentlich ist. Wie kannst du also dein Herz heilen? Schau, das sind eigentlich 7 Steps, die ich dir zeigen werde in dieser Challenge. Das heißt, erstens mal Verletzungen erkennen. Genau. Ich gehe noch nicht weiter. Also, dass du viele Verletzungen wissen wir, aber viele sind einfach versteckt in uns, weil wir es unbewusst schon in der Kammer abgeschlossen haben. Also, dass du auch gezielt Verletzungen erkennst. Und das mit einer gewissen Technik, die ich dir gerne zeige. Lektionen verstehen. Alles, was du erlebst im Leben, ist eine Lektion. Und wenn du diese Lektion verstehst, dann wird es dir auch nicht mehr passieren. Weil dann im nächsten Step wirst du lernen zu vergeben. Und wirklich vergeben aus tiefstem Herzen und nicht nur im Verstand.
also wirklich vergeben, dass du diesen Menschen ansehen kannst und du hast einfach nur noch Mitgefühl mit dem Menschen. Nicht Mitleid, weil es ist wieder negativ, sondern Mitgefühl. Verstehst du? Und das ist möglich auf eine natürliche Weise, ohne dass du dir groß Mühe geben musst, ohne dass du es gutheißen musst, was der gemacht hat. Weil manche Menschen tun Dinge, die einfach nicht okay sind. Sie sind nicht okay. Vergebung haben wir auch viel das Gefühl, wir müssen es gutheißen, was der Mensch gemacht hat. Nein, das heißt es nicht. Du musst es nicht gutheißen, aber du musst es für dich innerlich vergeben. Weißt du? Das ist ja, du möchtest ja selbst nicht mehr mit diesem Ballast weiterleben. Musst du durchbrechen, also dann kommt der nächste Step, wo du wirklich das Muster im Hier und Jetzt durchbrichst. Weil, weißt du, solche Wiederholungen werden sich immer wieder wiederholt sich das, immer auf einer anderen Weise. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber auch in der Challenge zeige ich dir ganz genau, wie du diese Muster durchbrechen kannst. Damit diese Wiederholungen nicht immer wieder geschehen, dass du nicht immer wieder die gleichen Menschen anziehst, dass du nicht immer wieder betrogen, verletzt oder was auch immer, dass du nicht immer wieder abgelehnt wirst. Solche Muster, dass du das wirklich durchbrichst. Selbstliebe. Weißt du, Selbstliebe, das kennen wir alle, doch versteht es keiner. Weil, weißt du, kannst dich schon vor den Spiegel setzen und dir 100.000 Mal einreden, ich liebe mich, ich liebe mich. Aber sowas bringen tut das gar nichts. Weil, auch wenn du selbst vielleicht glaubst, es ist, Selbstliebe ist viel tiefer, verstehst du? Es ist auch nicht im Verstand, es ist im Herzen. Deshalb, Selbstliebe, es gibt viele Tools, die da draußen verklickert werden, aber schlussendlich, Selbstliebe muss man nicht lernen. Selbstliebe ist einfach. Als Kinder haben wir uns selbst geliebt. Verstehst du? Und deshalb ist Selbstliebe nicht einfach ein Tool, das du anwenden musst und dann zack, liebst du dich plötzlich auf einmal. Nein, es ist viel tiefer, es ist im Herzen drin. Eben Herzöffnung, genau, dass du eben dein Herz richtig heilen lernst und richtig das öffnen kannst, dass diese Herzfrequenz, diese Energie, du auch ausstrahlst und dann wirklich das in dein Leben ziehst, was du wirklich von Herzen möchtest. Und dann als letzter Punkt die Liebe und wirklich bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe zu allem, zu dir selbst, zu unserer Erde. Weißt du, du bist dann, wie ich gesagt habe, so eine Frequenz, in so einer wundervollen Herzensliebensfrequenz. Ja, da gehen tagtäglich Türen auf. Du erlebst Dinge, wo du einfach nur noch denkst, wow. Weißt du, schlussendlich, du bist Liebe. Du kommst in einen Zustand, wo du selbst die Liebe bist. Und das ist so schwierig zu erklären. Und deshalb möchte ich das jetzt nicht weiter ausholen, weil das wirst du in meiner Challenge, werde ich da noch viel mehr drauf eingehen. Und ich werde dir, weißt du, schau, das sind 7 Punkte. Und es sind 7 Tage. Also das heißt, an jedem Tag, 7 Tage lang, an jedem Tag werden wir ein anderes Thema anschauen. Und ich werde anhand, wie hier mit dieser PDF, mit dieser Präsentation, werde ich wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dir an die Hand geben, dass du wirklich diese Punkte umsetzen kannst, dass du wirklich dein Herz heilen lernst und das wirklich auf tiefster Ebene, damit du endlich dein Herz öffnen kannst, ohne dich schützen zu müssen, weil du weißt ja, jetzt schützen musst du dich nicht, weil wenn dein Herz komplett offen ist, dann sendest du nur noch die Energie aus und ziehst dann so die richtigen Menschen an. Also du wirst solche Menschen gar nicht mehr anziehen, die dich verletzen. Deshalb brauchst du dich auch nicht mehr zu schützen. Verstehst du das Prinzip? Deshalb, es ist so wundervoll, wenn du da hinkommst. Und ich zeige dir wirklich an 7 Tagen, wie du da hinkommst. Also jeden Tag ein neues Thema, eben wie hier mit dieser Pyramide, ist jeden Tag ein neues Thema. Und das nicht nur durch Videos, wo ich erzähle, sondern wirklich dir anhand von diesen Präsentationen wirklich einen Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand gebe, dass du wirklich dahin kommst, dass du das wirklich 1:1 umsetzen kannst. Genau. Ja, bist du bereit, dein Herz zu heilen? Sagst du ja? Kommst du mit? Und das natürlich kostenlos.
Wenn du dabei sein möchtest, komm bitte in meine Facebook-Gruppe. Hier meine Facebook-Gruppe Gesunde Balance zwischen Job und Privatleben. Die startet am 11. September. Warum in meiner Facebook-Gruppe? Das aus dem Grund, weil in Facebook-Gruppen ist es echt cool, da kann man Lektionen anlegen. Und weißt du, dann musst du nicht nach den Videos suchen. Weil wenn ich das öffentlich machen würde, dann ist das Video plötzlich da, das ist da und dann musst du es suchen gehen. Und ich möchte das nicht. Ich möchte wirklich, weil es ist wichtig, die Pyramide von unten nach oben zu gehen und nicht irgendwie dazwischen mal anzufangen, weil du musst wirklich Step für Step da hochgehen. Das ist wichtig. Und deshalb das in meine Facebook-Gruppe, weil da kann ich wirklich diese Dinge wirklich sortieren und richtig anlegen, dass du dann wirklich diese Dinge auch findest, dass du dann nicht lange suchen musst. Genau, das ist der Grund. Und ja, am 11. September startet die Challenge 7 Tage lang. Und ja, eben wie gesagt, hier siehst du meine Facebook-Gruppe. Komm einfach rein und dann kannst du kostenlos diese Challenge mitmachen, kannst du dir das anschauen und kannst endlich dein Herz wirklich tiefgehend auf der tiefsten Ebene heilen und dir das Leben erschaffen, das du dir vom tiefsten Herzen wünschst. Hey, ich freue mich, dass du dabei bist und wir sehen uns am 11. September. Bis dann. Tschüss.